Die Woche fängt schon mal gut an. Der Markt hat sich ein Beispiel genommen an der Bewegung, die wir vor dem Wochenende hatten. Und wir sehen, dass auch hier am heutigen 12. Oktober der Markt weiter nach oben geht. Es ist zwar vielleicht nicht ganz so dynamisch beim DAX, aber immerhin die Richtung, die scheint zu stimmen. Das ist auch nicht ganz so überraschend. Wir hatten am Wochenende ja hier ein übergeordnetes Video sozusagen mal an den Start gebracht. Dow Jones beispielsweise sollte eigentlich hier die alte Hochmarke ja nochmal angreifen. Schaut euch das Video gerne an hier auf finanzmarktwelt.de. Der Link ist ja relativ einfach da zu finden. Schaut euch das mal an, wie wir das übergeordnete Bild sehen und dementsprechend eigentlich beste Voraussetzung, dass der Markt hier nochmal nach oben kommt. Dabei stören auch nicht kleine Rücksetzer, wenn wir jetzt sowas mal haben. Das alleine macht jetzt noch nicht die Bewegung wirklich dramatisch. Wir sollten dann gegebenenfalls, wenn wir dann solche Niveaus wieder nach oben triggern, sogar nochmal über Longs nachdenken. Aber wichtig, triggern lassen. Die Bestätigung ist wichtig. Bitte nicht im vorauseilenden Gehorsam. Geil, der Markt geht nach unten. Jetzt kann ich ja nochmal günstig einkaufen. Vorsichtig. Das sieht erstmal nicht toll aus. So ähnlich wie wir das hier hatten. Aber es ist nichts im Anschluss mehr gekommen. Wir hatten dann zwar die Chance für weiter fallende Kurse, aber der Markt hat die Kurve nicht bekommen, sondern ist dann tatsächlich nicht nach unten rausgetriggert, sondern weiter nach oben gelaufen. Das heißt, ein einzelner Rücksetzer, der macht noch nicht im Bärenmarkt, aber wenn der Markt dann entsprechend schon nach oben wirklich ins Straucheln kommt, das wäre dann zumindest mal ein Hinweis darauf. Also das mal so als grobe Idee. Ich will jetzt gar nicht so sehr hier drauf, das ist sicherlich zu kurz jetzt. Aber solange der Markt die eine Seite stark, die andere schwach macht oder eben eine ABC macht, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel zwischen Hochs dann nochmal mindestens als ein Indiz für die Richtung nochmal wieder aufzugreifen. Gucken, wohin das geht. Wir sind ja sowieso schon relativ long eingestellt. Das hatten wir ja vor einiger Zeit jetzt hier bei Born for Trading. Und Trade des Tages, nochmal der Hinweis, stellen wir ja Trades ganz konkret vor mit unseren Einstiegsmarken, mit dem Stop-Management und so weiter. Und da hatten wir genau diese Idee hier vorgestellt. Der Nasdaq, ja, tapfer hier auf dem Weg nach oben, danach eine ABC-Korrektur und in der Erwartungshaltung, dass sich das nochmal fortsetzt. Nicht zwangsweise, dass wir bis hier oben noch kommen, aber zumindest mal die Richtung, das wäre schon sehr typisch. 12.100 wäre ja die entsprechende Marke und eben der Hinweis, die Stops nachziehen. Wir hatten uns damals für den Parabolic SAR im 4-Stunden-Chart entschieden und ja, der steht jetzt quasi bei 11.600, ganz grob gesprochen. Und solange der Kurs weiter marschiert, ist alles super. Natürlich kann man auch sagen, wir sind jetzt langsam auf Zielkurs, ich ziehe den jetzt enger ran, ich wechsle zum Beispiel im Stundenchart. Da kann man natürlich variieren. Wir bleiben jetzt bei dieser Methode. Denn wir sehen eine gewisse Chance, dass wir vielleicht sogar richtig weit noch hier kommen. Und wir wissen ja, einzelne Trades spielen für uns sowieso keine Rolle, sondern immer die Masse. Und dann darf auch einer mal weit laufen. Und wenn dann der ein oder andere dann vielleicht mit plus minus null ausgestoppt wird, dann ist auch nicht so schlimm. Ja, andere Trades tatsächlich. Ich will jetzt nicht nochmal ein Revival aller Trades, die wir jetzt im Moment gerade hier am Laufen haben. Ihr habt es ja selber wahrscheinlich gesehen, wer zumindest mal angemeldet ist beim Trade des Tages, kriegt das sowieso ja mit. Wir haben hier beim Silberkurs, da sind wir ja long, allerdings schon seit einer ganzen Weile hier in der Erwartungshaltung, dass es nach oben geht. Das macht der Kurs jetzt auch, aber jetzt gibt es vielleicht sogar eine Chance für die Intraday-Freunde. Das will ich jetzt nicht im Trade des Tages jetzt hier nennen, aber für diejenigen, die einfach mal so eine wackelige Abwärtsbewegung, so wie hier eine ABC auf der Abwärtsseite oder hier ABC auf der Abwärtsseite, da kann man durchaus versuchen, mal zu sagen, okay, warum nicht? Ich versuche es einfach mal, dass der Kurs die Richtung nochmal fortsetzt. Einfach so eine ABC würde da schon helfen. Das ist zwar eine ABC im Großen, hier kann man sagen, aber im Kleinen haben wir doch noch mehr, aber die sind ja auch korrektiv. Wir sehen, dass diese Korrektur und diese hier überschneidend sind. Das heißt, das Zwischenhoch wäre dafür durchaus geeignet für die Long-Seite. So, ich habe schon angedeutet, das wird nicht der Trade des Tages. Ich vermute, dass wir heute über Gold sprechen werden. Schaut es euch einfach an. Wir stellen da ja immer wieder konkrete Trades vor. Trades wie dieses hier beim Silber beispielsweise, das ist etwas, was wir unter anderem dann eben bei Born for Trading, auch hier die Anmeldung unter dem Video, wo wir dann aufs Smartphone solche Ideen auch mal zeitnah schicken. Nicht notwendigerweise jetzt den, aber alle möglichen Ideen, die wir da sehen, auf verschiedenen Aktien, in Währungen, bei den Indizes, wo wir sagen, Mensch, da kann man doch jetzt vielleicht was draus bauen. Deshalb schaut euch das unbedingt an. Anmeldung ist kostenfrei. Dann habt ihr noch mehr
Hinweise zum aktuellen Markt und vielleicht die eine oder andere tolle Gelegenheit, das Ganze dann auch umzusetzen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.